Hallo Leute, heute zeige ich euch mal die neueste Errungenschaft im September, auch wenn es jetzt schon Ende Dezember ist. Eine EasyPix DVC 529 Focus Full HD. Und da gibt es einiges schon im Vorfeld zu beachten. Zum Beispiel, dass zwar der Preis sehr wenig ist, aber noch nicht mal eine Speicherkarte vorhanden. Gut, könntet ihr jetzt sagen. Die hat auch noch eine zweite Kamera, Speicherkarte. Negativ zu erwähnen ist die Tasche, die Aufbewahrungsbox. Dann ist hier die Klappe, ist ein bisschen anders da wie normal. Zu sehen ist, dass da zum einen Akku reinpasst, zum anderen vier Batterien der Sorte, die kleiner sind als die Mignon. Steht weder in der Bedienungsanleitung noch erläutert das der Händler. Dann ein Ladegerät fehlt, das Fehlanzeige. So, hier zu sehen ist schon die Erweiterung hier. Der Stecker, der nicht im Lieferumfang enthalten ist, sondern die meinen einfach, dass man die Kamera während am PC aufladen soll. Nur was nützt das, wenn man stundenweise alles auffüllen, alles filmen will? Dann ist man froh, dass man Batterien hat und auch die Karten wechseln kann. Das ist gut, wenn man noch eine Silvercrest hat, wo die Tasche gleich viel besser ist. Und bei der beim Akku ist es so, bis auf die irgendeine Amperezahl stimmt alles. Das heißt, da könnte man auch den Akku hin und her tauschen. Und wie nun die neue Kamera, die EasyPix zum Einsatz kommen, das kann ich euch leider nur jetzt, das wollte ich Silvester zeigen. Es ist so, hier in unserem Landkreis ist Ausgangssperre seit 16. Dezember, das heißt zwischen abends 9 Uhr, also 21 Uhr und 5 Uhr morgens darf man nicht raus. Und ich muss mal was einfallen lassen, um euch eine schöne Aufnahme zu zeigen mit der EasyPix. Dennoch hoffe ich, dass euch das Video gefällt. Like das Video, lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich denke mal, dass die Kamera die neue bessere Aufnahmen macht wie die alte Silvercrest. Kommt wie gesagt gut rein ins neue Jahr, gesund. Bis dann.